Dum 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 dum. Nein, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock drauf. Weil so schön es auch ist, sich an filmische Meisterwerke wie Der weiße Hai oder sogar Bruno Mattei's Der weiße Hai 5. Ja, zurückzuerinnern, so schlimm ist jede einzelne Sekunde, die man seine Synapsen mit Meg beleidigt, dem cinematografischen Schiffbruch Hollywoods aus dem Jahr 2018. Ein Film, der derart aggressiv belanglos ist, dass ihn nicht einmal mehr Jason Statham retten kann. Und dabei waren ja hinter der Kamera eigentlich großartige Talente vereint. Wir haben beispielsweise als Regisseur John Turteltaub, der... Oh. Three Ninjas, das Vermächtnis der Tempelritter und des geheimen Buches und natürlich auch Duell der Magier inszeniert hat. Also ganz ehrlich, dass dieses Projekt zum Scheitern verurteilt war, das hätte ich schon vorher gewusst, obwohl wir tatsächlich den Regisseur von Cool Runnings bzw. Während du schliefst hinter der Kamera wussten. Aber nein, Meg ist ein dermaßen unglaublich inhaltsleerer Film, dass ich es schon kaum mehr fassen kann. Jason Statham ist eine absolute Schablone eines Charakters. Natürlich, er ist der große, gefeierte Rettungsexperte, der dann aber, weil er einmal irgendein tragisches Erlebnis hat, zum absoluten Alki versumpert und sich dann aber doch eigentlich wieder, because the plot says so, recht schnell dazu überreden lässt, dasselbe wiederzumachen. An seiner Seite spielen einige andere Leute, die man womöglich aus anderen Filmen gesehen hat, wie beispielsweise der coole Rainn Wilson oder auch Li Bingbing, aber das kann dem Film auch nicht irgendwie Schauwerte dazugeben, weil einfach ihre Charaktere, wollte ich schon fast sagen, und nein, wir können uns auf diesen Begriff einigen, weil ihre Charaktere einfach den ganzen Film hindurch weder was Wirkliches zu tun noch zu sagen bekommen. Alle Schauspieler agieren irgendwie aneinander vorbei und hätte man mit diesen Charakteren, die ja teilweise tatsächlich relativ angenehm absurd sind, etwas mehr gemacht, hätte man Meg womöglich etwas mehr als Action-Komödie inszeniert, wäre das sogar etwas geworden. Ich kann mir tolle Szenen vorstellen, wo man diese Schauspieler, die ja tatsächlich eigentlich so ziemlich fast alle was auf dem Kasten haben, ein bisschen improvisieren lässt und das Ganze ein bisschen mehr in Richtung Comedy trimmt, dann hätte womöglich der Film ansatzweise unterhalten können. Aber nein, Meg nimmt sich unglaublich ernst und wirkt dabei einfach nur steif und unbeholfen. Man merkt natürlich, dass der Film mit viel chinesischer Präsenz inszeniert wurde, weil eben Filme aus Hollywood momentan den asiatischen Markt für sich entdeckt haben und man immer mehr Schauspielern aus dem Fernen Osten auch in Hollywood die Bühne bietet, um auch Investoren aus China und anderen asiatischen Ländern mit an Bord zu holen, um einfach mehr Kohle zu machen. Was ja jetzt per se nicht unbedingt was Schlechtes ist, vor allem weil die asiatische Präsenz in dem Film so ziemlich das Beste ist, was Meg zu bieten hat. Selbst Jason Statham kann den Film nicht retten, weil er einfach mit seiner coolen Bad Boy-Attitüde in dem Film trotzdem nur leer und charakterlos wirkt. Der Charakter in dem Film, der am meisten zu bieten hat, ist tatsächlich immer noch der Hai. Und da haben es die Drehbuchautoren, drei übrigens an der Zahl, und John Turteltaub tatsächlich geschafft, uns diesen relativ früh schon ansatzweise zu präsentieren. Nicht erst eine ganze Stunde lang zu warten, es ist aber auch der Teil sonst relativ langweilig, bevor wir die ersten Teile von dem Hai sehen, bis dann das Ganze wirklich revealed wird mit einer Story, die vor Logiklöchern nur strotzt und einfach nur mehr oder weniger für die Plot-Convenience inszeniert ist, bis hin zu absolut strunzdoofen Momenten, wo der Hai das ein oder andere Fischerboot zerlegt und dann natürlich um das Boot von unseren Helden lang genug kreisen muss, damit die sich irgendetwas überlegen können, was sie gegen ihn tun können. Das ist beim Zuschauen einfach nur schmerzhaft, aber nicht jetzt auf eine unterhaltsam trashige Art und Weise, wie das womöglich bei, ich sage jetzt mal, The Asylum's Megalodon Attack, wo mich ehrlich gesagt wundert, dass es den Film nicht gibt, passiert wäre, sondern einfach nur langweilig und langatmig. Der Film hat über 100 Millionen Dollar gekostet und ist in meinen Augen einfach die reine Geldverschwendung. Die Special Effects reichen zwar nicht an die wesentlich teureren Franchises von dem Marvel Cinematic Universe oder den Transformers heran, sind
sind aber trotzdem eigentlich recht nett anzusehen. Das Problem ist allerdings auch, dass die ganzen Sets ziemlich steril und ziemlich uninteressant aussehen, dass eben die uninteressanten Charaktere sich auch noch in uninteressant ausgestatteten Gebieten ihre uninteressanten Dialoge um die Ohren kotzen müssen und den Zuschauer dabei einfach mitnehmen ins Schlummerland bis zum geht nicht mehr. Es tut mir tatsächlich leid, ich habe viel, viel Schlechtes gehört über Meg und ich habe mir ehrlich gesagt nicht vorstellen können, dass er mich so wenig unterhält, aber das ist mit Sicherheit einer der größten Flops 2018.